Sie, meine Damen und Herren, Sie sind alle Freundinnen und Freunde der Armenierinnen und Armenier von Bergkarabach, von Arzach. Sie sind da, um ihre Solidarität zu einem existenziell bedrohten Volk zu zeigen. Die Wörter bringen nichts mehr. Aber sicher mehr als die Stille, die bis heute die Schweizer Medien und die Politik der armenischen Frage gewidmet haben. Vor etwas 130 Jahren, gerade da, in dieser Kirche und auf diesem Platz, die religiöse Gemeinde von Bern zeigte ihren Beistand zu den im Osmanischen Reich massakrierten Armeniern und dem Bundesrat eine Petition einreichte mit der Forderung, diese Vernichtung zu stoppen. Damals in der ganzen Schweiz, falls eine halbe Million Leute, ich wiederhole, fast eine halbe Million Leute haben diesen Appell unterschrieben. Ähnliches hat noch bis heute in der Geschichte der Schweiz nie stattgefunden. Sie sind da, liebe Freunde. Manche, um einen Trostwort wegen der Ohnmacht vor einer stattfindenden ethnischen Säuberung zu hören. 120.000 Armenierinnen und Armenier sind vor den Augen der ganzen Welt direkt betroffen, während sie von ihren Heimat weggetrieben werden. Andere, wutvoll gegen Aserbaidschan, wegen der ungeheuren Gräueltaten, die bis heute, bis diesem Moment, als ich rede, ihre Armee gegen die armenische Bevölkerung tätigt. Andere, weil Bakus Zynismus nicht dulden. Am Sonntagabend werden zwei humanitäre Korridoren in Laçin und in Ahdam nur scheinbar geöffnet und weniger als 48 Stunden später, am Dienstagmittag, wurde Arzach-Zivilbevölkerung mit den modernsten Waffen aus der Türkei und Israel bombardiert. Und schließlich andere, dem Bundesrat gegenüber, wegen seiner unverständlichen Stille vor einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen seinem Benehmen Aseris und Armenien ständig Rücken am Rücken zurückzuschicken. Dort, wo es klar wird, wer der Angreifer und wer der Angegriffene ist. Dadurch wurde lediglich Aserbaidschans Verbrechen legitimiert. Ein Journalist hat gestern Folgendes gepostet. Ich zitiere: Die Lage in Stepanakert ist katastrophal. Die Stadt ist überschwemmt mit Flüchtlingen, von denen viele keine Unterkunft haben und gezwungen sind, auf der Straße zu schlafen. Es gibt weder Strom noch Gas, sodass die Bewohner gezwungen sind, auf der Straße Feuer zu machen, um sich wärmen und zu kochen. In den Regionen ist die Situation noch schlimmer. Ganze Städte und Dörfer sind von aserbaidschanischen Stadtkräften umziehend, sodass sie keinen Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten und Strom haben. Es gibt viele Verwundete, Vermisste und Tote, sowohl unter den gefallenen Soldaten als auch unter der Zivilbevölkerung. Zitatsende. Wäre alles das nicht so verdammt reell, würde man fast denken, dass diese bloße Fantasie seien. Und doch, das geschieht jetzt, im 21. Jahrhundert, nun in Arzach. Nun heute,
50 Bundespolitikerinnen und Politiker zusammen mit gleichzahligen Großräten und Gemeinderäten haben entschieden, erneut nach 130 Jahren eine Solidaritätswelle zu starten und vom Bundesrat was Konkretes zu fordern. Erste, die Verantwortlichen der Republik Aserbaidschan wegen der militärischen Aggression gegen die Republik Arzach zu sanktionieren. Zweitens, alle Anstrengungen zu unternehmen über die Kanäle internationaler humanitärer Organisationen, um der Zivilbevölkerung, den Gefangenen und denjenigen, die dringend medizinische Versorgung benötigen, Hilfe zukommen zu lassen. Und drittens, nicht weniger wichtig, einen weiteren Völkermord an den Armeniern zu verhindern. Ab jetzt alle, und unterstreiche ich alle, Nationalrätinnen und Nationalräte, sowie Ständerätinnen und Ständeräte, parteiübergreifend, da die Würde keine Partei kennt, sondern nur Prinzipien, werden aufgefordert, diese Petition zu Handen des Bundesrates zu unterzeichnen. Ferner werden bis am 1. Oktober ähnliche Kundgebungen wie die heutige in 10 Großstädte Europas stattfinden. London, Brussels, Nicosia, Athen, Marseille, Valence, Clermont-Ferrand, Wien, Stockholm, beginnend eben hier in Bern. Das Volk von Arzach muss wissen, dass die Welt voll und ganz hinter ihm steht und dass Sie, liebe Freundinnen und Freunde, dieses Volk nicht fallen lassen werden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe nun das Wort an Joël Weltkamp, der Verantwortliche der internationalen Kommunikation der Christian Solidarity International. Good afternoon. I'd like to begin by sharing a message I received this morning from CSI's project partners in Stepanakert, the capital of the Artsakh Republic. They tell us, the roads are controlled by Azerbaijani soldiers. We cannot evacuate sick and wounded people from the villages. Right now there is a baby who has just been born in an outlying village who needs artificial breathing support. We cannot bring her to Stepanakert. It's just not possible. End of message. The dictatorship of Azerbaijan has been starving the people of Nagorno-Karabakh for 9 months. They have been depriving them of medicines, of anesthetics. And after 9 months of this siege, Azerbaijan unleashed a bombing campaign. Azerbaijan is deliberately inflicting on the Armenians of Nagorno-Karabakh conditions of life calculated to bring about their physical destruction. Azerbaijan is committing genocide. On Thursday, the UN Security Council met to discuss this crisis. The proceedings were a historic disgrace. None of the Council's 15 members, including Switzerland, proposed concrete action. None of them went beyond banal condemnations. I tell you, my friends, this is not a failure by the West to act. This is the West acting. They want the Caucasus region to be united in their embrace, and they see Karabakh as an obstacle to that goal. Now they have given their partner Azerbaijan the green light to destroy it. 120,000 human beings are being sacrificed for oil, for gas, and for a temporary strategic advantage against their enemies. I say this as a citizen of the United States. My government is complicit in what history will remember as the Karabakh genocide. So is the European Union. So is the United Kingdom. So, of course, is Russia.
One question remains unanswered. What will Switzerland do? Switzerland has long been a friend to the Armenian people. As Sarkis just mentioned, after Abdulhamid the Red Sultan butchered countless Armenians in the 1890s, over 400,000 Swiss citizens signed a petition calling on their government to lodge a protest against these crimes, even while maintaining neutrality. And during the Armenian genocide, Swiss missionaries like Jakob Kunzle risked their lives to help Armenians. In this historic moment, what role will Switzerland play? Will it silently follow the EU line? Will it allow Azerbaijan to continue funding its war machine with its SOCAR petrol stations? Or will it be true to its heritage of supporting peace and human rights? There is no time left to consider. The time for decision is right now. Thank you very much, Joel. Ich gebe Ihnen das Wort am General, am Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker, Herr Christoph Widmer. Liebe Freundinnen und Freunde von Republik Artsakh, liebe Freundinnen und Freunde von Armenien, liebe Armenierinnen und Armenier, in Bergkarabach, eben auch Republik Artsakh genannt, finden, wie Sarkis beschrieben hat, dramatische Entwicklungen statt. Aserbaidschan hat die Region Artsakh militärisch schlicht überrannt. Zwar hört man etwas murren bei der internationalen Gemeinschaft, doch Taten folgen keine. Aserbaidschan versucht nun einfach Fakten zu schaffen und eine Region einzuverleiben, die das nicht will. Dabei drohen Unterdrückung, Menschenrechtsverletzungen, Vertreibungen, es könnte sogar ein richtiger Genozid drohen. Bei Artsakh geht es nicht nur um die staatliche Zugehörigkeit einer Region. Es geht ganz generell um etwas, das massivstens bedroht ist, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die mehrheitlich armenischstämmige Bevölkerung der Region darf nämlich nicht entscheiden, ob sie von Aserbaidschan, von Armenien oder selber durch einen eigenen Staat regiert werden soll. Praktisch ohne Protest nimmt die Völkergemeinschaft an, dass so ein diktatorisches Land wie Aserbaidschan mit militärischer Gewalt eine Region einverleibt. Wir müssen dies im Kontext mit der aktuellen Situation auf der ganzen Welt sehen. Russland führt einen absolut durch nichts zu begründeten, blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. China droht mit militärischer Übermacht Taiwan zu erobern. Die Türkei unterstützt Aserbaidschan in ihrer militärischen Gewalt gegen eine Kleinstregion, die sich nicht verteidigen kann und deren sogenannte Schutzmacht Russland komplett versagt. Weltweit sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte massiv bedroht. Deshalb braucht es nun Druck von allen Seiten. Es sollen Friedensverhandlungen stattfinden und vor allem die Position der Menschen, der betroffenen Menschen, nämlich in der Republik Artsakh, berücksichtigt werden. Wir fordern also auf, das Schweizer Parlament soll das brutale Vorgehen Aserbaidschans verurteilen und Friedensverhandlungen einfordern. Vom Bundesrat fordern wir das Gleiche zu tun und Sanktionen und diplomatische Maßnahmen gegen Aserbaidschan ergreifen. Von der Schweiz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erwarten wir scharfe Maßnahmen gegen Aserbaidschan, eine Entmilitarisierung der Region, einen Sonderberichterstatter oder eine Sonderberichterstatterin in die Region zu entsenden und die Friedensverhandlungen zu organisieren. Und wir mit Blick auf die Schweiz, vor allem auf die Migros, fordern wir die sofortige Einstellung der Geschäftsbeziehungen mit SOCAR und die Schließung aller Tankstellen in der Schweiz, damit sich dieses militärische Verbrechen nicht mehr auslässt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Christoph Widmer. Ich gebe nur das Wort an Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat der Allianz der Mitte. Liebe Freundinnen und Freunde, es sind Tage voller Traurigkeit, es sind Tage voller Angst, es sind Tage voller Wut. Und trotz all dem bin ich heute glücklich,
dass ihr alle hier seid. Wir haben heute Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem ganzen politischen Spektrum hier und wir haben eine breite zivilgesellschaftliche Allianz hier von Christian Solidarity International über die Gesellschaft für bedrohte Völker bis natürlich zu den armenischen Organisationen in der Schweiz. Wir stehen zusammen. Wir stehen gemeinsam dem armenischen Volk bei. Wir setzen gemeinsam ein Zeichen gegen den laufenden Völkermord in Bergkarabach. Es braucht dieses starke Zeichen, denn nicht nur die Welt, sondern ganz besonders auch die Schweiz muss erwachen. Die Schweiz, wie der Rest der Welt, hat es versäumt, das armenische Volk zu schützen. Man hat über Jahrzehnte den Narrativ des aserbaidschanischen Regimes übernommen und das Selbstbestimmungsrecht der Karabach-Armenier einfach missachtet. Und nun, da die von der Türkei und von Israel hochgerüstete Diktatur das Volk von Bergkarabach zuerst ausgehungert hat, dann bombardiert hat und jetzt vertreiben will, jetzt erschrickt die Weltgemeinschaft. Erst jetzt realisiert die Welt, dass man nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Armenier vergessen hat, sondern sogar ihr Existenzrecht. Denn eines ist klar, es wird in Bergkarabach und der Aserbaidschan kein armenisches Leben geben. Der Völkermord ist im Gang. 108 Jahre, nachdem die Armenier im Osmanischen Reich ihre Kirchenglocken beerdigt haben, ehe sie vertrieben wurden, wird wieder Land der armenischen Urväter von den Armeniern gesäubert, wie Aliyev und Erdogan es wohl nennen würden. Das armenische Kulturgut, die Spuren und die Tradition der ältesten christlichen Nation der Welt werden wieder von einem Landstrich mehr verschwinden. Wir können die Zahl der Toten noch nicht abschätzen, wir wissen aber aus der Geschichte, dass es geschehen wird. Et nous savons aussi grâce à l'actualité, ce qui va se passer sur le monde ne prend pas de mesures pour les Arméniens. Le dictateur sanguinaire ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais si on ne l'arrête pas. Nous devrions également tirer les leçons de Poutine, notamment aussi un des responsables de cette tragédie d'aujourd'hui. Le lendemain de l'invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, Erdogan a exigé de l'ONU le corridor passant par Sionik. On voit bien ce qui va se passer si nous ne réagissons pas. Après le Haut-Karabakh, Aliyev s'empare de l'Arménie du Sud et après l'Arménie du Sud, de toute l'Arménie. L'Arménie a besoin de protection. Armenien braucht Schutz und zwar jetzt. Es braucht. Es braucht sofortige Maßnahmen für die Menschen in Bergkarabach und es braucht politische Druckmaßnahmen, um die Ausweitung des Genozids zu verhindern. Die Schweiz ist Mitglied im UNO-Sicherheitsrat. Sie muss dort endlich Klartext reden. Sie muss den Völkermord verurteilen und Sanktionen gegen Aserbaidschan einfordern. Und aktuell am allerwichtigsten und eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit. Sie muss sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass humanitäre Hilfe zu den Eingeschlossenen gelangt. Die Schweiz trägt Verantwortung, politisch und wirtschaftlich. Politisch muss die Schweiz im Sicherheitsrat dem Selbstbestimmungsrecht der Armenier zum Durchbruch verhelfen. Und wirtschaftlich muss die Schweiz endlich den Geldhahn der Todesmaschinerie in Baku abdrehen. Es ist eine Schande, dass die Munition, welche die Armenier tötet, mit Geld bezahlt wird, das in Genf erwirtschaftet wird. Und es ist eine abgrundtiefe Schande, dass die Migros noch immer mit dem Regime in Baku geschäftet. Ja. Das friedliche armenische Volk soll leben in selbstbestimmter Freiheit und in Frieden. Wir alle müssen handeln, so wie wir es gemacht haben vor 130 Jahren, wie Sarkis das beschrieben hat, als 450.000 Unterschriften aus der Schweiz zusammenkamen. Mir wurde gestern übrigens auch wieder eine Petition zugestellt von Wolfgang Ackerknecht und Jörg Leuthold. Sie sind hier. Ihr findet sie auf openpetition.eu/Armenia. Ich werde sie selbstverständlich in den sozialen Medien noch teilen. Engagieren wir uns, vielleicht bringen wir wieder 450.000 Unterschriften zusammen.
Armenien soll leben in selbstbestimmter Freiheit und in Frieden. Die Schweiz, wir alle müssen handeln, damit dieses Recht durchgesetzt werden kann. Lang lebe Armenien, lang lebe Artsakh. Herzlichen Dank, Herr Nationalrat. Ich gebe nun das Wort an Frau Christine Badertscher, Nationalrätin der Grünen. Liebe Freundinnen und Freunde des armenischen Volkes, liebe Armenierinnen und Armenier, am 19. September startete Aserbaidschan eine erneute Militäroperation in Artsakh. Seither überschlagen sich die Ereignisse, jedenfalls ist diese Aggression aufs Schärfste zu verurteilen. Wäre das nicht schlimm genug, blockiert Aserbaidschan bereits seit dem Dezember 22 den Verkehr am Latin-Korridor und isoliert Bergkarabach damit de facto von Armenien, also von der Außenwelt. Das können wir nicht akzeptieren. Es handelt sich um eine Aktion der aserbaidschanischen Regierung, die damit direkt gegen das Waffenstillstandsabkommen verstößt, das im November 20 zwischen Armenien, Aserbaidschan und Russland unterzeichnet wurde. Diese Aktion muss unmissverständlich verurteilt werden. Die Bewohner von Bergkarabach werden in ihrer Mobilität eingeschränkt und noch schlimmer, sie haben keinen Zugang zu vielen wichtigen Gütern, wodurch eine gesundheitliche und humanitäre Krise droht. So haben sich die Lebensbedingungen nach den schwierigen Jahren der Pandemie in den letzten Monaten noch einmal deutlich verschlechtert. Die Blockade des Latin-Korridors ist für alle der rund 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner dramatisch. Es droht eine Hungersnot. Es ist für uns unvorstellbar, wie es ist, nicht genug zu essen zu haben. Das Verhalten Aserbaidschans ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist daher unsere Pflicht, dieses verhängnisvolle Vorhaben mit allen Mitteln zu verhindern. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine darf uns nicht vergessen lassen, dass andere Völker heute ebenfalls Opfer der kriegerischen Bestrebungen ihrer Nachbarländer sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine autokratische Regierung wie die von Aserbaidschan die Tatsache, dass unsere Augen auf die Ukraine gerichtet sind, ausnutzt, um ungestraft neue Verbrechen gegen die Armenier zu begehen. Deshalb muss die Schweiz ihren Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nutzen, um sich gegen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und in diesem Fall für Armenien einzusetzen. Die Schweiz muss die völkerrechtswidrige Haltung der Behörden in Baku klar verurteilen. Zudem muss sich die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat für eine humanitäre Luftbrücke unter der Schirmherrschaft der UNO einsetzen. Das Retten der Menschenleben muss unbedingt Priorität haben. Abschließend möchte ich sagen, dass Sie sich auf mich und die Grünen verlassen können, wenn es darum geht, diese Anliegen ins Bundeshaus zu tragen und dafür zu sorgen, dass die Achtung der Menschenrechte und der Demokratie Vorrang hat vor Gewalt und Diktatur. In Bergkarabach und überall auf der Welt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Nationalrätin. Ich gebe nun das Wort an Frau Anna Tanner, die Co-Präsidentin der Sozialistischen Partei des Kantons Bern. Vielen Dank. Liebe Anwesende, liebe solidarische Menschen, liebe Menschen, die jetzt auch hier eine persönliche Betroffenheit mittragen und hier vertreten seid. Es macht uns alle und mich zutiefst betroffen, zu sehen, was Menschen in Bergkarabach widerfährt. Menschen, die leiden aufgrund von einem Konflikt zwischen zwei Nachbarländern und aufgrund von Besitzansprüchen über ein Gebiet. Es berührt mich zutiefst zu sehen, welche Folgen die Blockade des Latin-Korridors und auch diese Attacke mit sich bringt. Es sind zum einen gesundheitliche Folgen. Es können weniger medizinische Eingriffe wegen fehlenden Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln gemacht werden. Es erkranken mehr Menschen an Diabetes aufgrund der mangelnden Lebensmittel. Es führt zu mehr Schwangerschaftskomplikationen und Fehlgeburten. Durch die Strom- und Gasknappheit werden Schulen geschlossen. Kinder und Jugendliche erhalten keine Bildungschancen mehr. Die Mobilität ist eingeschränkt und seit der Blockade sind unzählige Menschen und auch Kinder von ihren Familien, von ihren Häusern abgeschnitten. Es ist einfach nicht mehr zugänglich. Somit werden hier Menschenrechte verletzt. Das Recht auf Bildung,
Mobilität, persönliche Unversehrtheit, Nahrung und Gesundheitsversorgung. Das darf nicht sein. Das muss Folgen und Konsequenzen haben. Die Forderung, der Appell, der ist klar. Die aserbaidschanischen Behörden und die russischen Friedenstruppen sind in der Pflicht, die Menschenrechte einzuhalten und sofort die Blockade des Latschin-Korridors aufzuheben. Die Zivilbevölkerung. Die internationale Staatengemeinschaft muss Aserbaidschan unmissverständlich klarmachen, dass jeglicher Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen so wie gegen das humanitäre Völkerrecht sanktioniert wird. So wie es in den Grundzügen mit dem Angriffskrieg in der Ukraine mit den Sanktionen gegen Russland eng angegangen wird, aber auch dort müssen die Sanktionen breiter greifen und konsequent umgesetzt werden. Das fordern wir unverzüglich auch für Bergkarabach. Die Kriegsmethode des Aushungerns ist zutiefst verachtend. Ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Selbstbestimmung der Menschen vor Ort muss gestärkt werden. Lasst uns diese Stimmen hören und tragen wir diese Stimmen weiter hier an diese Kundgebung und in die Politik, zum Bundesrat und den UNO-Sicherheitsrat. Dies trägt die SP mit voller Überzeugung mit. Die Schweiz muss Partei ergreifen für die Menschen in Bergkarabach, für die Menschlichkeit, um diesem Elend ein Ende zu setzen. Und der Profit darf nicht Überhand bekommen. Wir müssen uns für die Menschen einsetzen. Sie stehen im Zentrum. Hoch lebe die Solidarität. Gemeinsam stehen wir für die konsequente Umsetzung von Menschenrechten und verurteilen Kriegsverbrechen, wie es hier geschieht, zutiefst. Vielen Dank euch allen für das Engagement, für die Organisation dieses Events, für euer Kommen und für die Solidarität und Menschlichkeit. Vielen Dank. Ganz, ganz vielen Dank, Frau Tanner. Ich gebe nun das Wort an Herrn Marc Jost, Nationalrat der Evangelischen Volkspartei. Liebe Freundinnen und Freunde des armenischen Volkes, werte Damen und Herren, mit großer Betroffenheit habe auch ich das Geschehen in Bergkarabach mitverfolgt. Es ist verstörend mit anzusehen, dass ein Land, eine Region, die es sein eigen nennt, behauptet, gegen außen blockiert und isoliert und so bewusst in Kauf nimmt, dass die Bevölkerung dort, die armenische Minderheit, enorm leidet und hungert. Ja, schließlich wurde die Region sogar beschossen, wir haben es gehört. Der Umgang mit Minderheiten auf dem Gebiet des eigenen Staates ist etwas, das uns Schweizerinnen und Schweizern sehr vertraut ist. Hier können wir dankbar sein, dass wir seit 175 Jahren keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr auf dem Gebiet unseres Bundesstaates kennen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und hat unter anderem mit dem Umgang mit Minderheiten zu tun. Ich selber stamme aus dem Kanton Bern und in den letzten Jahrzehnten haben auch wir Konflikte erlebt zwischen französischsprachigen Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel im Jura, respektive im Berner Jura und den deutschsprachigen Teilen im Kanton Bern. Im Großen und Ganzen konnten diese Auseinandersetzungen friedlich ablaufen, aber sie hatten politische Konsequenzen. Denken wir zum Beispiel an die Gründung des Kantons Jura und auch an die neue Kantonszuteilung einer Stadt wie Moutier von Bern nach Jura. All diese Erfahrungen sollten uns Schweizerinnen und Schweizern sensibilisieren und auch vorbereiten und kompetent machen für Situationen, wie wir sie jetzt in Bergkarabach sehen. Auch hier ist die Schweiz jetzt gefragt mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen im Umgang mit Minderheiten, aber auch ihre Erfahrungen im internationalen Kontext, ich denke an afrikanische, südamerikanische oder Vermittlungen im Nahen Osten. Hier könnte jetzt die Schweizer Diplomatie eine wichtige Rolle spielen und ich rufe Sie dazu auf. Die Schweiz könnte Möglichkeiten aufzeigen, wie man menschlich und fair
eine friedvolle Zukunft gestaltet im Umgang mit Minderheiten in dieser Region. Neben unseren humanitären Unterstützungen rufe ich deshalb den Bundesrat auf, die Schweizer Diplomatie gemeinsam mit den internationalen Organisationen aktiv zu werden. Aktiv zu werden, damit über 120.000 Menschen wieder eine hoffnungsvollere Zukunft vor sich haben und unterstützt werden in ihren Bemühungen für die Menschenrechte, die ihnen zustehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Nationalrat. Ich gebe nun das Wort an Andreas Gaffner, Nationalrat der EDU. Herzlichen Dank, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Die Solidarität mit den unterdrückten Armeniern ist heute groß. Wir alle sind heute hier nach Bern gekommen und haben uns hier versammelt, weil wir einer großen Ungerechtigkeit trotzen wollen. Wir wollen nicht der Ohnmacht verfallen, nicht länger wegsehen. Nein, wir wollen und können nicht mehr schweigen. Was sich in Bergkarabach in den letzten Jahren ereignete und sich diese Woche zuspitzte, ist versuchter Völkermord an den Armeniern. Ein Verbrechen an der Menschlichkeit, das uns dazu verpflichtet, die Stimme zu erheben und den Opfern beizustehen. Den 120.000 Armeniern in Bergkarabach wird nicht nur das ihnen zustehende Selbstbestimmungsrecht verweigert, nein, sie werden über die Blockade des Latschin-Korridors durch das Regime von Aserbaidschan ausgehungert und in ihrem Überleben bedroht. Gerade auch als Christ kann ich nicht wegsehen, wenn meine Brüder und Schwestern im Glauben drangsaliert und verfolgt und sie mit Vernichtung bedroht werden. Meine Partei und ich zeigen uns daher solidarisch mit den Armeniern und mit allen verfolgten Christen weltweit. Wir Schweizer mit unserer langen humanitären Tradition haben die moralische Verpflichtung, unseren Beitrag zu leisten, um dieses Elend zu beenden. Es gibt für uns alle Möglichkeiten, konkret im Alltag Zivilcourage zu zeigen. Konfrontieren wir zum Beispiel die Migros-Verantwortlichen, weshalb sie über ihre Tochter Migrolino mit dem aserbaidschanischen Staatskonzern Sokar geschäften und so direkt das Regime in Baku unterstützen. Sagen wir ihnen doch, dass wir das nicht gut finden und tanken wir woanders? Auch der Bundesrat hat Möglichkeiten, den drohenden Völkermord an den Armeniern zu stoppen. Die Schweiz ist ja nun Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Lieber Bundesrat, und da möchte ich doch auch den Außenminister, unseren Herrn Gassis, ansprechen, setzen Sie sich dort endlich für eine humanitäre Luftbrücke zwischen Yerevan und Stepanakert unter der Schirmherrschaft der UNO ein. Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute nach Bern gekommen sind und ein Zeichen der Solidarität in diesen schweren Stunden gesetzt haben. Vergelt's Gott, unsere Arbeit als Politikerinnen und Politiker geht weiter. Ich stehe weiterhin zur Verfügung, um mich als Nationalrat politisch für die Sache der bedrohten Armenierinnen und Armenier zu engagieren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Nationalrat Gaffner. Ich gebe nun das Wort an Erich von Siebenthal, Nationalrat der SVP. Ja, geschätzte Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße auch Sie von meiner Seite hier auf diesem Platz, wo Ruhe und Ordnung herrscht. Ja, zuerst drohten 120 christlichen Karabach-Armenier in Bergkarabach den Hungertod. Nach 9 Monaten der Einkesselung werden sie von Aserbaidschan bombardiert. Sie verlieren ihr Hab und Gut, werden entwurzelt und enteignet. Es ist eine ethnisch-religiöse Säuberung, die Weltpolitik bis heute nicht zu verhindern mag. Die Gefahr eines erneuten Völkermordes an den Armeniern ist real. Es ist eine Schande, dass die Weltpolitik nicht imstande ist, diese Tragödie zu verhindern. Mütter, Väter und Kinder verlieren gerade ihre geliebte Heimat. Gebrechliche und betagte Menschen wissen nicht, wie ihnen geschieht. Alles, was ihnen lieb ist, wird ihnen genommen.
Menschen verlieren ihr Leben, Familien und Angehörige bleiben zurück, sind auf der Flucht, sie sind heimatlos. Mein Zuhause, ihr Zuhause, meine Heimat ist in Gstaad, im Berner Oberland. Dort bin ich aufgewachsen, auf meinem Bauernhof, wo heute mein Sohn mit der Familie weiterführt. Dort bekomme ich Geborgenheit, dort kenne ich die Menschen. Meine geliebten Berge ist für mich ein Ort der Zuflucht und der Ruhe. Ein Ort, wo ich immer wieder zurückkehre und nach Hause komme. Bei den Bergkarabach-Armeniern ist es nicht anders. Es sind Menschen wie du und ich. Es sind Familien, es sind Gemeinschaften und Freunde, die aber jetzt plötzlich unheimlich bedroht und auseinandergerissen werden. Für uns ist es unvorstellbar, dass wir plötzlich in einer solchen Situation sein könnten, wenn andere Kräfte gewaltsam uns von der Außenwelt abschneiden, über Monate keine Lebensmittelversorgung mehr gibt und jetzt noch bombardiert werden. Dies ist eine unglaubliche Situation heute hier in Bergkarabach. Die brutale Realität hat sie eingeholt. Christen, geschätzte Damen und Herren, liebe Freunde, werden zunehmend auf dieser Welt vertrieben, egal wo sie sind und jetzt im Speziellen auch hier. Und diese Christen finden immer weniger Unterstützung, ihr christlichen Glauben auch auszuleben zu können. Was macht da die Schweiz? Wir als christliches Land? Wir dürfen nicht schweigen. Auf politischer Ebene sind die christlichen Werte wieder klar in den Mund zu nehmen. Und diese Vertreibung und Vernichtung von Menschen im Bergkarabach sofort zu beenden. Dazu rufe ich den Bundesrat auf. Danke. Ganz herzlichen Dank, Herr Nationalrat von Siebenthal. Ich gebe nun das Wort als Schlusswort den Präsidentin der Union Arménienne de Suisse, Frau Miganoush Bahramian. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, Madame la coprésidente du Parti socialiste de Berne, Messieurs les représentants des organisations partenaires et amis, chers amis, que dire ? Que dire ? Il y a tant à dire, mais nous sommes abasourdis. Isolés, affamés, meurtris, terrorisés, assiégés comme au Moyen-Âge, et il a encore fallu que l'Azerbaïdjan bombarde la population arménienne du Haut-Karabakh. Où se trouvent les limites de la honte ? Où se trouvent les limites de l'inhumanité? Où va le monde? Quand arrêteront-ils? Que dis-je? Pourquoi arrêteraient-ils? Pourquoi arrêteraient-ils lorsque personne ne les arrête? La planète a vendu le sort des Arméniens du Haut-Karabakh. Les atrocités inhumaines de l'Azerbaïdjan pourraient être énumérées. Mais nous devons dénoncer la complicité et le laisser-faire de l'Europe. Cette Europe qui se parfume à coups de droits de l'homme pour couvrir l'odeur de pétrole azéri et surtout du sang des Arméniens. Nous n'avons plus de mots pour exprimer notre dégoût. Tous ces peuples inoffensifs utilisés par les grandes puissances, un jeu d'échecs mondial continu, et cette fois, la pièce sacrifiée est le Haut-Karabakh. Puis la prochaine pièce risque d'être le sud de l'Arménie et celle d'après, l'est de l'Arménie. Le monde entier a enterré sa dignité sous des couches de gaz et de pétrole azéri. Aliyev bat des cils et l'Europe se plie. Pour sanctionner la Russie, les États se bousculent au portillon. Par contre, il n'y a plus personne lorsqu'il faut stopper l'inhumanité insensée d'Aliyev et de sa vice-présidente, sa propre épouse. Le plan de déshumanisation et de massacre des Arméniens est orchestré par l'Azerbaïdjan, pays dirigé par le clan Aliyev,
et dont les ressources économiques, comme il l'a été dit plusieurs fois aujourd'hui, proviennent entre autres des 200 stations essence Socar, soit la State Oil Company of Azerbaijan Republic, une entreprise étatique azérie, implantée en Suisse et collaborant avec Migrolino, filiale de la Migros. Le financement du nettoyage ethnique et génocide des Arméniens a ses ramifications jusqu'en Suisse. Donc oui, en tant que citoyen suisse, il est possible de faire quelque chose pour les Arméniens. Et l'action peut commencer ici. Le silence de la Suisse, des médias locaux et le refus de Migrolino de prendre en considération les risques de vie ou de mort du peuple arménien sont des symptômes d'une désensibilisation toute particulière de la société suisse envers la question arménienne. Où est-elle cette Suisse du début du XXe siècle qui soutenait la cause arménienne et qui permettait de sauver des centaines, voire des milliers de vies, et qui permettait de mettre en œuvre des actions pour les Arméniens? Les liens économiques étroits qu'entretient la Suisse avec la Turquie et l'Azerbaïdjan sont les raisons qui poussent ce pays à accepter tacitement toutes les atrocités commises dans le Haut-Karabakh. Elle accepte d'être complice d'un ennemi de la vie, d'un bandit, d'un assassin. Aujourd'hui, les citoyens suisses d'origine arménienne sont très critiques face au positionnement politique et économique de leur pays d'adoption. C'est une très grande désillusion de savoir que la Suisse a ses mains entachées par le sang d'un peuple sans défense et qui ne souhaitait que de vivre en paix sur ses propres terres. La communauté arménienne de Suisse se retrouve de plus en plus à devoir interpeller les autorités suisses. Ces autorités sont de facto, malheureusement, pour le moment, complices des massacres des Arméniens dans le Haut-Karabakh. Il semblerait que Migrolino fasse avec les stations Socar ce que la Banque nationale faisait avec l'or des nazis. Voulons-nous d'une Suisse qui permet et facilite à un État d'utiliser ses bénéfices générés ici afin d'anéantir les Arméniens? Voulons-nous d'une Suisse qui incite ses citoyens à être consommateurs de biens enrichissant directement l'armée azerbaïdjanaise? Voulons-nous d'une Suisse qui finit par se dégrader elle-même en collaborant avec des bandits? Encore une fois, pourquoi arrêterait-il ce pays où nous nous trouvons? Car ce pays où nous nous trouvons continue à se taire. En ce moment même, des enfants et des innocents se font massacrer dans leur village. Les blessés ne peuvent plus être soignés par manque de tout dans les hôpitaux. Les nouvelles que nous recevons sont terribles. Des mots décrivent des situations qui ne peuvent être décrites. Allons-nous laisser un second génocide des Arméniens être perpétré? Sommes-nous tombés si bas? Les citoyens et résidents suisses doivent comprendre les conséquences de leurs actes. Faire son plein d'essence dans une station Socar, c'est faire une donation directe à l'armée de l'Azerbaïdjan. Faire son plein d'essence dans une station Socar, c'est soutenir les massacres et le déracinement des Arméniens. Faites le bon choix. Et enfin, un dernier mot concernant notre peuple qui se bat dans le Haut-Karabakh encore aujourd'hui. Ils seront debout tant que nous resterons debout pour eux, Arméniens et Suisses. Nous vous remercions au nom des co-organisateurs d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir été si nombreux aujourd'hui, pour que l'action se continue. Le 1er octobre, une énorme manifestation est organisée à Bruxelles et des cars partiront de plusieurs villes européennes. Toutes les personnes qui souhaitent s'investir pour la cause arménienne peuvent rejoindre cette manifestation le 1er octobre à Bruxelles. Je vous remercie.
Ich hätte nicht besser abschließen können. Ich bedanke mich bei allen Nationalrätinnen und Nationalräten sowie bei allen Geschäftsführern und Verantwortlichen der verschiedenen Nicht-Regierungsorganisationen, die ermöglicht haben, heute in diesem Platz diese Kundgebung zu halten. Ich bedanke mich aber vor allem an allen Leuten, die heute hier gekommen sind und ihre Solidarität am armenischen Volk und am Volk von Artsach gezeigt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Thank you.